Kapitel 11.5 Übertriebenes Lob von Rechtschaffenen. Die Geschichte über das Auftauchen von Schirk während der Zeit von Noahs Volk zeigt auch, dass die übertriebene Liebe zu rechtschaffenen Menschen und deren Ehrung eine Grundlage für Götzendienst bereiten können. Die Anbetung der Bilder von Buddha und Jesus in den jeweiligen Religionen ist ein eindeutiges Beispiel für zeitgenössischen Götzendienst, der auf der Liebe und Ehrung von Rechtschaffenen basiert. Wegen der in exzessiven Lobpreisungen innewohnenden Gefahren befahl der Prophet, Friede und Segen seien auf ihn, seinen Gefährten und allen Muslimen, ihn nicht über seine wahre Bedeutung hinaus zu ehren. Umar ibn al-Khattab überlieferte, dass der Prophet sagte, »Rühmt mich nicht, wie die Christen den Sohn der Maria rühmten, denn ich bin nichts anderes als ein Diener Allahs. Sagt also, Allahs Diener und sein Gesandter.« Da die Christen und Juden damals Orte der Anbetung bauten, von denen sie glaubten, sie seien die Gräber von Heiligen und Propheten, verfluchte der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, derartige Handlungen. Er verfluchte auch jene, die in der Zukunft derartiges tun würden, um damit klarzustellen, wie sehr der Islam solche polytheistischen Praktiken ablehnt. Ebenso wollte er hiermit die Leute vor der Gefahr der übertriebenen Ehrung von Rechtschaffenen warnen. Bei einem Vorfall erzählte ihm Umm Salama, die Frau des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, von einer Kirche mit Bildern an den Wänden, die sie in Äthiopien gesehen hatte. Er, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, dies sind jene Leute, die, wenn ein rechtschaffener Mensch unter ihnen stirbt, auf seinem Grab eine Gebetsstätte errichten und diese mit solchen Bildern versehen. Solche sind in den Augen Allahs die schlimmsten Menschen der Schöpfung. Es sollte erwähnt werden, dass Umm Salamas Beschreibung der Kirche gegenüber dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zu jener Zeit geschah, als er im Sterbebett lag. Seine Bezeichnung solcher Leute als die schlimmsten Menschen der Schöpfung betont, dass solche Praktiken für Muslime ausnahmslos und strengstens verboten sind. Der Grund für die strenge Verfluchung dieser Leute durch den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ist, dass ihre Handlung zwei Quellen des Götzendienstes miteinander verbindet. Erstens, Bebauung von Gräbern und zweitens, Anfertigung von Bildern.